Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es wieder um das Thema Minimalismus und Konsum. Ich möchte euch die Dinge zeigen, die ich auch dieses Jahr nicht mehr kaufe. Ich habe schon oft erzählt, aber ich kann es glaube ich nicht oft genug erwähnen. Minimalismus ist ein Prozess. Man ist auf einer Reise, man entwickelt sich. Schritt für Schritt geht man voran und immer wird man ein bisschen besser. Und in dem Video möchte ich euch einerseits zeigen, welche Dinge ich auch dieses Jahr nicht mehr kaufe. Es gibt nämlich schon ein Video, wo ich euch viele Dinge gezeigt habe, die ich nicht mehr kaufe. Und jetzt will ich mal euch so ein bisschen updaten, ob ich die bis jetzt auch nicht mehr gekauft habe oder ob ich vielleicht rückfällig geworden bin. Und ich möchte euch neue Dinge kaufen, wo ich gemerkt habe, brauche ich nicht mehr, kann ich eigentlich weglassen. Und falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Christine von dem Kanal hier Lilith's Diary und bei mir geht es um die Themen Minimalismus, Nachhaltigkeit im Alltag mit meiner Familie und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mich abonniert, weiterempfehlt, einen Daumen hoch lasst, hier einen Kommentar schreibt, alles was einen so unterstützt und ja, jede Woche Mittwoch gibt es hier Videos. Erstens Dekoration für die Wohnung. Ja. Ostern steht vor der Tür und ihr werdet bestimmt schon in allen möglichen Dekoläden wieder 100.000 Häschen und Eier rumliegen sehen. Und ja, irgendwie kann ich es verstehen, wenn Menschen gerne ihre Wohnung dekorieren und umgestalten. Denn es ist ja auch oft der einzige Raum, wo man wirklich kreativ sein kann. Ein Raum, in dem man lebt, in dem man Abwechslung haben möchte, in dem man sich schön macht. Aber es läuft halt daraus hinauf, dass man ganz viel von diesen Zeugs kauft. Das ist meistens irgendwelche Billigware, die unfair hergestellt wird und dann muss man den ganzen Kram auch wieder irgendwo lagern. Oder das Schlimme ist ja, das ist mittlerweile alles so billig, aber ich habe schon öfters gehört, dass die Leute einfach sagen, schmeiß ich weg und kaufe mir nächstes Jahr was Neues, wo ich mir denke, boah krass, das kann doch nicht wahr sein. Ich dekoriere meine Wohnung auch gerne, wie gesagt, ich kann das ja auch verstehen, dass man das gerne macht, aber vielleicht kann man ja wirklich so sich ein bisschen die Challenge nehmen und zu gucken, hey, was bietet mir denn die Natur an Dingen, aus denen ich was Tolles für Ostern basteln kann oder für Weihnachten oder für den Geburtstag. Ich habe ja zum Beispiel zu Weihnachten mir einen Adventskranz selber gemacht. Die Kerze, die war in meinem nachhaltigen Adventskalender. Und dann habe ich einfach geguckt, okay, was passt dazu? Ein paar Sachen gesammelt, schön auf einen Teller drapiert. Und es war eine wunderschöne Deko, die meinen Tisch verschönert hat, aber ohne, dass ich dafür irgendetwas kaufen musste. Und jetzt ist auch bald Almas Geburtstag. Und ganz ehrlich, wenn ich manchmal auf Instagram sehe, was da an Dekozeug gekauft wird für Kindergeburtstage, ja, es sieht schön aus und ja, das Kind freut sich auch, aber das Kind freut sich bestimmt auch, wenn man eine Girlande aus Karton und Seil selber macht oder wenn man so kleine schöne Dekotierchen aus Mülltüten bastelt. Also das werde ich auf jeden Fall versuchen, auch bei ihrem Geburtstag, der jetzt ansteht, nichts zu kaufen, sondern das alles selber zu basteln. Und ich habe weder in unserer Wohnung in Berlin viel Deko gehabt, ich war eigentlich zum Glück noch nie so der Deko-Kaufer und jetzt in Portugal werde ich auch auf jeden Fall nichts kaufen, sondern immer nur versuchen, was gibt denn die Natur her? Also es kann schon mal sein, dass ich ein Draht kaufe oder ein Seil, wenn ich eine Bastelidee habe, aber nichts, was man irgendwie großartig lagern muss. Und ja, Deko ist ja nicht nur saisonal, sondern auch Vasen, Nippes, Blumen etc. Da versuche ich auch, also habe ich schon ewig nichts mehr in Berlin gekauft und jetzt, da ziehen wir ja hier in Portugal bald in eine neue Wohnung und da möchte ich natürlich auch, da bin ich auch gespannt, ob ich es da schaffe, ganz wenig oder gar nichts zu kaufen. Steht auch alles nur rum und verstaubt und klar möchte ich es gemütlich und schön haben, aber mir immer wirklich vor Augen halten, brauche ich das wirklich oder macht es mich einfach nur 5 Minuten glücklich. Zweitens Filzstifte und Co. Dafür war ich mein Leben lang total anfällig beim Studium oder wenn ich irgendwas gelernt habe. Ich habe immer jede Überschrift in eine andere Farbe und unterschiedlich dicke Stifte gehabt. Aber seit ungefähr 5, 6 Jahren kaufe ich gar nichts mehr. Und alles, was ich hatte, ist mittlerweile auch eingetrocknet. Und ich schreibe immer noch total gerne und ich mache auch voll gerne Journaling und lade solche Dinge. Aber das Einzige, was ich habe, ist halt wirklich einen Kuli. Und irgendwie, um Überschriften jetzt ein bisschen hervorzuheben, schreibe ich die zweimal oder unterstreiche die. Und ich habe nur noch einen Marker, wirklich, wenn ich mir in Büchern was markieren möchte. Und einen Bleistift für meine Portugiesisch-Übungsbücher, damit ich das auch wieder wegradieren kann. Also auch ein Radiergummi dazu. Und mehr habe ich nicht. Keine Filzstifte mehr, keine 1000 Marker oder solche Dinge. Und das ist eine wirkliche Befreiung, denn das lagert halt auch irgendwie nur rum und dann trocknet es ein. Und es ist halt auch echt nur aus Plastik und ich brauche es nicht und werde es auch nicht mehr kaufen.
Drittens, Schnittblumen. Valentinstag ist jetzt auch noch nicht so lange her und da habe ich vor allem auch mal wieder mitbekommen und auch gelesen und mich informiert, wie krass Schnittblumenproduktion allgemein ist. Also vor allem auch Rosen. Ne? Es schadet halt total Mensch und Natur. Also einerseits die langen Transportwege, die Pestizide, die eingesetzt werden, der Wasserverbrauch. Rosen kommen ja oft aus Kenia, da haben sie ja kaum Wasser und das wird dann für irgendwelche Rosen verwendet, die dann mit dem Flugzeug nach Deutschland kommen. Und ja, von den Arbeitsbedingungen brauche ich auch nicht anzufangen, die sind auch echt schrecklich und deswegen habe ich für mich entschieden, keine Schnittblumen mehr zu kaufen. Aber ich mag natürlich sehr gerne Blumen, aber habe eine super Alternative gefunden. Trockenblumen. Manchmal gehe ich auch wirklich in die Natur und gucke, hier gibt es ja ganz viel Eukalyptus in Portugal, dass ich mir ein paar frische Zweige hole, aber die kann ich ewig stehen lassen, weil die sehen auch getrocknet total schön aus. Oder ich kann euch auch empfehlen, einmal in den Blumenladen zu gehen und vielleicht einfach einen schönen getrockneten Strauß zu kaufen. Und den hat man nämlich wochenlang auf dem Tisch, sieht schön aus und ja, ist auf jeden Fall nachhaltiger, als jede Woche was Neues zu kaufen. Oder auch einfach mal in die Natur gehen und gucken, was da wunderschönes blüht und sich da vielleicht auch was auf, ja, für den Tisch mitzunehmen. Also auch dieses Jahr, na letztes Jahr habe ich ein paar Mal Schnittblumen gekauft, aber dieses Jahr keine Schnittblumen mehr. Viertens, nur noch Kleider, die ich nicht mehr bügeln muss. Wir machen ja hier in Portugal eigentlich wirklich so einen Neustart. Wir haben alles in unserer Berliner Wohnung gelassen und haben die Wohnung vermietet. Und was wir halt auch da gelassen haben, war ein Bügelbrett und ein Bügeleisen und wir müssen uns jetzt viele Dinge halt neu kaufen oder Secondhand beschaffen oder überhaupt überlegen, brauche ich das noch? Und ich habe eigentlich für mich entschieden und habe es in Berlin die letzten Jahre auch gar nicht mehr gebraucht, kein Bügeleisen und kein Bügelbrett mehr zu kaufen. Sondern wenn ich mir neue Kleidung hole, dass ich wirklich auch darauf achte, dass sie nicht so doll knittert und ich sie nicht bügeln muss. Und dann gibt es ja viele Tricks, mit denen man trotzdem Kleider, die mal knittrig ist, wieder glatt bekommt. Also man muss wirklich total darauf aufpassen, wie man die nasse Wäsche aufhängt oder dass man sie auf jeden Fall sofort aufhängt, weil dann hängt sie schon mal schön und es bilden sich weniger Falten. Und dann gibt es ein paar coole Tipps und Tricks, zum Beispiel lege ich oft nasse Handtücher, also so feuchte Handtücher aufs Bett, lege das Kleidungsstück flach drauf, lege vielleicht noch ein anderes feuchtes Handtuch oben drauf, beschwere das und dann gehen die Falten super weg. Oder ich nehme manchmal Kleidungsstücke mit zum Duschen, durch die Luftfeuchtigkeit werden sie auch glatt. Oder wenn ich Wasser koche, dass ich den Dampf mal übers Kleidungsstück so unten drunter so nach oben dampfen lasse oder mit einer Sprühflasche, da gibt es ganz viele Tricks. Aber was auf jeden Fall nicht mehr in mein Haus kommt, ist einerseits ein Bügelbrett, ein Bügeleisen und dann halt Kleidung, die ich, nur noch Kleidung, die ich nicht bügeln muss. Elektrogeräte. Da möchte ich jetzt sagen, dass ich die nicht mehr kaufe, aber dass ich jetzt durch unsere neue Situation, dadurch, dass wir nichts haben und wirklich jedes Elektrogerät nochmal neu kaufen müssten hier oder gebraucht oder leihen oder was auch immer, denkt man natürlich wirklich drüber nach, brauche ich jetzt einen Wasserkocher nochmal? Brauche ich nochmal einen Toaster, ein Waffeleisen, eine Crepe-Maschine, eine Nudelmaschine, was auch immer? Da würde ich euch wahnsinnig gerne mal fragen, auf welches elektronische Gerät könntet ihr locker verzichten. Denkt ihr, boah, war totaler Fehlkauf, brauche ich gar nicht. Das würde mich echt total interessieren. Vielleicht kann ich da noch so ein bisschen was mitnehmen und auch ein bisschen was lernen für meine zukünftigen Anschaffungen. Was ich jetzt zum Beispiel schon habe, wo ich aber auch ein bisschen am Zweifeln bin, ob es wirklich nötig gewesen wäre, ein Wasserkocher. Den habe ich, weil ich wahnsinnig gerne Tee trinke. Aber im Grunde könnte man das Wasser ja auch einfach auf dem Herd warm machen. Deswegen, ja, bin ich da zum Beispiel schon wieder am Zweifeln, hätte das wirklich sein müssen. Und ich denke halt drüber nach, brauche ich einen Toaster und lauter solche Dinge. Also schreibt gerne mal, auf was ihr verzichten könntet. Sechstens, Schminke. Ich war wirklich ein totaler Schmink-Messi. Ich hatte ja mal ein Praktikum bei der Burg gemacht und da konnte man immer ganz teure Kosmetik ganz günstig einmal im Jahr erwerben und ich habe zugeschlagen wie eine Irre, hatte 20.000 Conditioner, Dior Lidschatten, was gibt's noch, Gucci Lippenstift, diesen ganzen Kram und ich glaube, ich habe seit 10 Jahren keinen Lippenstift mehr aufgetragen und seit ungefähr 5 Jahren keinen Conditioner. Ich schmink mich eigentlich kaum noch. Ich habe irgendwann festgestellt, hey, ich bin eigentlich wirklich der natürliche Typ und das Einzige, was ich habe, ist Wimperntusche, die trage ich täglich auf. Da habe ich sogar mal auch überlegt, ob ich mir so Wimpern nochmal machen lassen soll. Ich hatte schon mal so
Fake-Wimpern, also so verlängerte Wimpern für einen Artikel, den ich mal für die Cosmopolitan geschrieben habe. Da hatte ich so eine Schönheits-Makeover, da hatte ich längere Haare bekommen, schönere Zähne, so einen Bodyspray, Bräunungstee, Dusche oder sowas und eben auch Verlänger, also so falsche Wimpern, die man draufklebt und so alle 2-3 Wochen halt dann immer erneuern lassen muss. Und das sah mega cool aus und man bräuchte dadurch kein Wimperntusche mehr. Aber klar, diese kleinen Dinge sind auch Plastik und ich müsste da alle 2-3 Wochen für 2-3 Stunden hin. Und das gibt mein Leben leider nicht her als Mutti und Frau, die 1 Million Ideen hat. Deswegen bleibe ich bei der Wimperntusche. Aber ganz ehrlich, ich glaube, so eine Tube reicht bei mir auch echt ein Jahr. Ich tue da jeden Tag ein bisschen Wimperntusche drauf und bei ganz besonderen Anlässen mache ich sogar mal einen Kohlestift. Und irgendwo hier in unserem Wohnwagen, wo gerade unser ganzes Hab und Gut drin ist, habe ich, glaube ich, auch noch so ein Kästchen mit einem Conditioner und einem Lippenstift. Aber wenn wir in die Wohnung einziehen, werde ich mir auch nochmal überlegen, ob das überhaupt mit in die Wohnung kommt. Aber was klar ist, ich würde mir sowas nie wieder kaufen. Ich benutze das überhaupt nicht. Ich denke, ich sehe noch ganz gut so aus oder altere in Würde, dass ich da auch nichts vertuschen muss. Habe eigentlich auch echt eine coole Haut und fühle mich da auch wohl, ungeschminkt zu sein. Und ich habe auch einen Freund, der das Natürliche viel schöner findet. Der findet schon Wimperntusche so ein bisschen komisch. Aber das mache ich für mich, weil ich es auch voll schön finde. Aber ja, Conditioner oder Schminke oder sonstiges wird nicht mehr gekauft. Kontaktlinsen, Kochsalzlösungen und Brillen. Das sind alles Dinge, die ich dieses Jahr nicht mehr kaufe, weil ich mir letztes Jahr die Augen lasern lassen habe und das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Ich habe lange darüber nachgedacht, weil es natürlich auch extrem teuer ist, aber es hat mein Leben so bereichert, einfach das Aufstehen und Sehen können. Nicht irgendwie erst immer 10 Minuten früh da in den Augen rumfuchteln und dann immer dran denken, habe ich genug Linsen, habe ich genug Kochsalzlösung zu Hause. Müll wurde dadurch produziert. Und ach, wenn man auf Reisen gegangen ist, hat man doch dann irgendwann was vergessen. Und dann hat der Mann keine Kochsalzlösung und hat irgendwie die Linse in Wasser eingelöst und musste sie dann am nächsten Tag ins Auge tun. Es hat voll gebrennt, weil es nur Wasser war. Und ich habe sie dann echt auch nicht mehr gut vertragen. Und ich bin so happy. Und ich muss auch wirklich sagen, dass zum Schluss die Nachhaltigkeit mir den Mut gemacht hat, das zu tun. Ich wusste, boah, ich muss das alles nicht mehr kaufen, wenn ich mich traue, das zu machen. Und im Nachhinein war es echt ein Klacks und ich bin super froh. Ja, und wenn ihr ein Video zum Augenlasern machen wollt und euch das auch interessiert, verlinke ich da oben mal, könnt ihr gerne vorbeischauen. So, das waren jetzt alles neue Dinge, wo ich gemerkt habe, okay, die brauche ich dieses Jahr auch wirklich nicht mehr. Und jetzt gibt es ein kleines Update. Ich habe ja schon gesagt, ich habe schon mal ein Video gedreht mit Dingen, die ich nicht mehr kaufen möchte. Und jetzt möchte ich mal so ein bisschen berichten, wie es mir ergangen ist und ob ich die immer noch nicht kaufe. Der erste Punkt war Souvenirs. Ich war ja total viel unterwegs und habe überall immer irgendeinen Kram mitgenommen, der dann rumstand. Und ja, ich kaufe mittlerweile keine Souvenirs mehr. Das liegt natürlich auch daran, dass ich kaum noch reise und mir auch wirklich vorgenommen habe, nichts mehr zu kaufen, weil ich halt auch gar nicht mehr möchte, dass es rumsteht. Und auch Lebensmittel kaufe ich kaum noch. Was ich halt höchstens mache, ich bringe anderen Menschen Souvenirs mit und kaufe da mal ein paar Lebensmittel. Zum Beispiel Weihnachten habe ich meiner Familie Sachen hier aus Portugal mitgebracht. Also Honig, leckeren und Süßkartoffelmarmelade und lauter solche Dinge. Aber das ist nicht für mich, sondern das ist dann eher so ein Geschenk für andere. Schmuck. Schmuck habe ich auch letztes Jahr nicht gekauft, gar nichts. Ich habe mir jetzt aber wirklich überlegt, weil Boris ja gestorben ist, ob ich mir irgendeine Kette mache mit irgendwas von ihm oder mit einer Gravur, die mich immer an ihn erinnert. Das fand ich ganz schön. Muss ich nochmal drüber nachdenken, aber ja, das war so ein Gedanke und da würde ich mir wieder ein Schmuckstück kaufen dafür. Pflanzen lebe ich immer noch ohne und habe auch nicht vor, mir welche für Portugal zu kaufen. Das Leben ohne Pflanzen ist einfach stressfreier, auch wenn es wunderschön aussieht. Aber ich möchte einen Garten, den ich mit Permakultur anlegen will und da wird dann genug Pflanzen, mit denen ich zu tun habe. Deswegen bleibt die Wohnung pflanzenfrei. Haarprodukte außer Seife. Ja, da habe ich im letzten Jahr oder seit ich das Video gedreht habe, auch gar nichts mehr gekauft. Manchmal teste ich natürlich für Kooperationen total gerne neue Produkte, weil ich weiß, dass
viele halt auch nicht auf so viel verzichten können wie ich und ich ihnen trotzdem eine schöne, nachhaltige Alternative bieten möchte. Aber ich persönlich habe mir nichts gekauft und wenn ich mal Dinge brauche, mache ich mir die ganz oft selber. Jetzt habe ich zum Beispiel gemerkt, dass meine Haarspitzen so ein bisschen trocken werden. Da habe ich mir einfach einen Conditioner selber gemacht aus Kokosöl, Zimt etc. Da kann ich euch oben auch mal das Video verlinken. Das war in meinem monatlichen Vlog. Hat super gut funktioniert. Ich hatte alle Zutaten da, musste nichts kaufen und ja, so kann man sich auch helfen. Sonnenbrillen wollte ich keine mehr kaufen, habe ich keine gekauft. Leider ist mir ein Brillenetui abhanden gekommen, da muss ich mir vielleicht ein neues besorgen, weil ich die Brille schon irgendwie schützen muss. Da ist ein Glas Honig in meinem Jutebeutel ausgelaufen und das war natürlich ein Desaster. Es war alles verklebt und zum Glück war die Brille nicht in dem Etui, aber das Etui musste ich leider wegschmeißen. Socken und Unterwäsche. Da hatte ich ja schon zugesagt, natürlich kaufe ich mir noch Socken und Unterwäsche, wenn ich sie brauche, aber es ist alles einheitlich, es ist alles schlicht. Ich mache jetzt keine fancy Spitzen-Unterwäsch-Ausflüge und komme da irgendwie mit so neuen Teilen an. Aber ich merke jetzt, dass ich im Sommer da auf jeden Fall wieder neue Dinge kaufen muss, weil ich trage die auch wirklich, bis sie kaputt gehen und die Socken sind schon sehr dünn und da müssen auf jeden Fall im Sommer, wenn ich in Deutschland bin, kaufe ich da wieder ein paar. Muss das einfach mal erneuern, aber sonst kaufe ich nichts Außergewöhnliches, sondern ich versuche Unterwäsche alles schwarz, Socken alles schwarz. Gürtel. Ich habe einen Gürtel, der lebt noch, mehr brauche ich nicht. Alles gut. Periodenunterwäsche. Da habe ich mir noch ein bisschen was zugelegt, ehrlich gesagt, weil ich sie eigentlich nur noch ausschließlich trage. Ich benutze die Menstruationstasse eigentlich kaum noch. Eigentlich nur wirklich so, wenn ich nochmal Sport machen will oder surfen gehe, dann benutze ich sie. Ansonsten nur Periodenunterwäsche. Das ist die beste Erfindung der Welt. Ich liebe sie, ist super angenehm, taugt mir total. Aber da braucht man halt wirklich viel, weil man die oft wechseln muss. Deswegen habe ich mir da wirklich noch was angeschafft, aber keine Tampons mehr und keine Slip-Einlagen. Ja, ihr Lieben, und das war's. Das war mein Video zum Thema Dinge, die ich auch dieses Jahr nicht mehr kaufe. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr mir schreibt, auf welches Elektrogerät ihr verzichten könnt. Und ja, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, mich weiterempfehlt und abonniert und nächste Woche wieder mit dabei seid. Vielen Dank, lasst euch gut gehen und ihr dürft euch auf ein Video freuen zum Thema Dinge, die ich immer noch kaufe. Und mehr zum Thema Minimalismus findet ihr jetzt hier im Abspann.